Zunächst vielleicht noch etwas zu mir. Wie kommt ein Architekt, der im Umweltbereich arbeitet und sich mit Buddhismus beschäftigt, dazu, sich mit Stammzellenforschung oder zur Stammzellenforschung zu äußern? Das klingt fast ein bisschen wie ein Hans Dampf in allen Wissensgassen. Das lässt sich aber doch relativ einfach erklären. Nämlich, was macht ein Architekt? Ein Architekt erschafft oder baut Wirklichkeit. Ja? Also wenn Sie sich Hamburg anschauen, Hamburg besteht hauptsächlich, also die Wirklichkeit von Hamburg besteht aus Gebäuden, Straßen, Hafen und so weiter, alles bauliche Anlagen. Also ein Architekt erschafft Wirklichkeit. Jemand, der sich mit Umweltthemen beschäftigt, der beobachtet die Folgen unseres Erschaffens von Wirklichkeit auf die Natur. Ja? Also auch hier wieder, es geht um das Erschaffen, Herstellen, Bauen von Wirklichkeit. Und kommen wir zur Stammzellen oder Bioethik, Gentechnik-Thema und so weiter. Auch hier erschaffen wir Wirklichkeit, aber jetzt nicht äußere Gebäude, sondern hier geht es um unser Gebäude, um unseren eigenen Körper. Und letztendlich Buddhismus, das Faszinierende an Buddhismus, und das ist sicher ein Grund, der mich immer wieder überraschen lässt, der Buddhismus hat eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Religion als die monotheistischen Religionen. Im Mittelpunkt des Buddhismus steht nämlich die Frage, und das kennen Sie ja alle, als Buddha seinen Palast verließ, die Frage, wie entsteht Leiden? Wie schaffen wir uns selbst unser Leiden? Und aufgrund dieser Frage kam er zu der Frage, wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit? Und da haben Sie letztendlich den Bogen. Es geht um das Erstellen oder Herstellen unserer Wirklichkeit, und der Buddha, als er dann zum Erwachen, also zur berühmten Erleuchtung kam, sagte dann auch den Satz, Architekt, du bist erkannt, du wirst das Haus nicht mehr bauen. Ja, also es lässt sich tatsächlich da eine Verbindung herstellen. Es geht um den Weg, um die Beobachtung, also aus der buddhistischen Perspektive, wie erschaffen wir uns unsere Wirklichkeit und wie schaffen wir uns unser Leiden. Und das deutet auch darauf hin, dass es im Buddhismus eben, was das Erschaffen der Wirklichkeit betrifft, oder überhaupt die Wirklichkeit, wo kommt sie her, eben eine ganz andere Sichtweise gibt als in den monotheistischen Religionen. Wir haben dort einen Schöpfergott, der die Welt herstellt. Und im Islam, im Christentum, im Judentum, und auch im Hinduismus in einigen Zweigen gibt es auch die Ideen von Schöpfergott und auch in Indien zur Zeit des Buddha. Und Buddha hat sich damals auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und hat dann folgenden Schluss gezogen. Wenn es einen Schöpfergott gibt, also wenn Gott diese Wirklichkeit geschaffen hat, dann muss dieser Gott, er kam also damals schon praktisch zu diesem Thema der Theodizee, dann muss dieser Gott ja entweder ein unwissender Gott sein, denn er hat Leiden geschaffen. Ja, die Wirklichkeit besteht ja aus jede Menge Leiden, aus Gewalt, aus Mord, alle möglichen unerfreulichen Dinge. Es muss entweder ein sehr unwissender Gott gewesen sein, oder es muss im Grunde ein zynischer Gott gewesen sein, denn er hat das Leiden geschaffen, ja, letztendlich. Von daher hat er diese Idee verworfen. Er hat dann aber auch die entgegengesetzte Idee verworfen, dass die Welt nur einfach aus Zufall entstanden sein kann. Und die Folge, die er daraus gezogen hat, ist, wir schaffen uns die Welt selbst. Wobei natürlich jetzt die Frage, wie ist mit dem Kosmos, mit dem Universum, da können wir schwerlich sagen, dass wir selbst das geschaffen haben. Von daher hat Buddha diese Frage auch ausgelassen. Er hat sie einfach nicht beantwortet. Aber er hat sie erkenntnistheoretisch beantwortet, und da ist die buddhistische Position im Grunde wieder die gleiche, nämlich wir schaffen uns diese Welt selbst. Wir sind durch unsere Interpretation, durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Deutung der Wirklichkeit die Schöpfer unserer Wirklichkeit. Wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen. Und im Grunde hat er da ja auch fast ja, über 2000 Jahre unseren Kant vorweggenommen.
Also von dieser Grundposition des Buddhismus müssen wir ausgehen. Die Wirklichkeit wird dort also nicht als etwas gesehen, was vorgegeben ist, sondern was wir in sehr starkem Maße selbst herstellen. Und damit sind wir im Grunde dann auch bei dieser aktuellen Frage, dass wir nämlich Menschen oder Teile des Menschen, Organe des Menschen, Zellen des Menschen und so weiter heute in der Lage sind, selbst herzustellen. Aber ich will eigentlich zu diesem Thema Stammzelldiskussion zunächst gar nichts sagen, sondern einfach auch nur die traditionelle buddhistische Position zur Entstehung von Leben Ihnen vorstellen und zu dem Thema, zu der Diskussion ist, was die aktuelle Frage betrifft, werden wir dann nachher in der Diskussion kommen. Also zunächst einfach soll es darum gehen, Ihnen diese traditionelle Haltung des Buddhismus vorzustellen. Insofern ist es jetzt hier nicht auch nicht nur ein interdisziplinärer, sondern ein interkultureller Dialog, denn die Sichtweise, die der Buddhismus hier oder Buddha vor 2500 Jahren vertritt, ist kann natürlich nicht in dieser wissenschaftlichen Präzision sein, wie wir heute sind. Trotzdem ist es recht erstaunlich, wie genau damals in Indien die Entstehung des Lebens bereits erkannt wurde. Zunächst mal zu den Quellen. Also ich werde mich hier jetzt in meinen Ausführungen ausschließlich auf die frühbuddhistische Textgrundlage beziehen, nämlich auf den Pali-Kanon. Die ganzen späteren Texte dann des Mahayana, die muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht in der Lage, alle zu überblicken oder zu kennen. Das ist ja auch so, dass sie zum Teil, was die ursprünglichen Fassungen betrifft, gar nicht mehr vorhanden sind, sondern nur in Übersetzungen. Es ist aber auch andererseits wiederum so, dass diese Sichtweisen da nicht sehr stark voneinander abweichen. Also das sind wirklich kleine Details, wo es im tibetischen Buddhismus bestimmte Sichten gibt, die im Pali-Kanon noch nicht zu finden sind oder umgekehrt. Also zunächst mal gibt es ein bekanntes Sutta des Buddha im Pali-Kanon, und zwar in der mittleren Sammlung, Majjhima Nikaya Nummer 38. Und da geht es um das Versiegen des Durstes, und innerhalb dieses Sutta äußert sich der Buddha folgendermaßen. Also es geht dann hier um das Entstehen des Lebens. Und da sagt der Buddha: Wenn drei sich vereinigen, ihr Mönche, bildet sich eine Leibesfrucht. Da sind Vater und Mutter vereint, aber die Mutter hat nicht ihre Zeit, aber der Keimling ist nicht bereit. Und so bildet sich keine Leibesfrucht. Da sind Vater und Mutter vereint, und die Mutter hat ihre Zeit, aber der Keimling ist nicht bereit, und so bildet sich keine Leibesfrucht. Sind aber, ihr Mönche, Vater und Mutter vereint, und die Mutter hat ihre Zeit und der Keimling ist bereit, so bildet sich auch durch der drei Vereinigung eine Leibesfrucht. Und das möchte ich Ihnen. Also wir haben Mutter, wir haben Vater, wobei dann noch an anderer Stelle dazu gesagt wird, also man kennt damals noch nicht eine mütterliche Eizelle, sondern es heißt der Blutstropfen der Mutter und der Same des Vaters. Und das Dritte, was also als hinzukommend gesehen wird, und zwar zwingend hinzukommt, ohne dass es nach buddhistischer Sichtweise kein neues Leben gibt, das ist etwas, was hier in diesem Text von Buddha, also hier in der Übersetzung heißt es Keimling, aber wörtlich übersetzt ist das Gandhava. Und Gandhava heißt eigentlich Genius. Das heißt also ein Wesen mit Intelligenz oder Intelligenz ganz allgemein. Oder anders gesagt, es ist eben ein Geistesimpuls. Also diese drei müssen zusammenkommen, dieser Geistesimpuls und eben der Anteil der Mutter, die Eizelle, und der Anteil des Vaters. Dann gibt es eine andere Stelle in einem anderen Sutta, und zwar in der Sammlung Samyutta Nikaya, Sutta Nummer 10. Und da heißt es: Einstmals weilte der Erhabene in Rajagaha auf dem Berge Indikuta in der Behausung des Yaka.
Dann nun begab sich der Yaka dorthin, wo sich der Erhabene befand. Nachdem er sich dorthin begeben hatte, redete er den Erhabenen an. Die Form ist nicht das Leben, sagen die Erleuchteten. Wo findet nun aber dieses seinen Körper? Woher kommt ihm sein Gerüst an Knochen und Weichteilen? Wie wird es fertig im Mutterleib? Der Erhabene sagt, zuerst wird das Kalala, aus dem Kalala wird das Abuda, aus dem Abuda entsteht die Pesi entwickelt sich zum Gana, aus dem Gana entsteht das Hasaka und daraus die Wachstumsteile, Kopfhaar, Körperhaar, Nägel und so weiter. Was seine Mutter isst, isst an Speis und Trank. Was seine Mutter isst, isst es an Speis und Trank, das ist seine Nahrung. Davon lebt er dort, der im Mutterleib wohnende Mensch. Also hier wird jetzt schon, und das ist relativ wirklich erstaunlich, also vor 2500 Jahren, die ersten 5 Wochen des der embryonalen Entwicklung beschrieben mit verschiedenen Begriffen, mit Namen. Und diese Namen sind also, es wird dann im Abhidhamma, also in der späteren, dann mehr theoretischen Fassung der Buddha-Lehre, wird dazu gesagt, dieses Kalala, das ist also die erste Woche, und das heißt wörtlich übersetzt ein Tropfen oder ein Tröpfchen. Und das wird auch bezeichnet, es heißt darüber, das Kalala ist so groß wie ein Öltröpfchen an der Spitze eines Haares. Ich finde es wirklich enorm, was sie damals, dass sie das damals schon erkannt haben. Dann nach einer, also in der zweiten Woche, das wird das dann Abuda genannt und das heißt Schaum. Und das deutet ja wirklich darauf hin, dass schon diese Zellteilung zu erkennen ist und das stimmt ja auch weitgehend mit unserem heutigen Stand überein. Dann in der dritten Woche, das ist etwas unklar, also das Pesi heißt Gelee. Und dann die vierte Woche, Gana, das heißt kompakt. Und in der fünften Woche wird dieses Gebilde dann Hasaka genannt, das heißt Verzweigung. Das heißt, hier beginnen jetzt die Ansätze für die Extremitäten, für den Kopf, für den Arm, die Beine. Und tatsächlich stimmt das auch ungefähr mit dem heutigen Stand unserer Erkenntnis überein, dass also ungefähr ab der fünften Woche eben diese Entwicklung dann der Extremitäten beginnt. Was offensichtlich damals noch nicht erkannt oder eine Rolle gespielt hat, ist das, was wir die Einnistung nennen. Das wird heute, also ab der zweiten Woche ungefähr, angesetzt. Scheint für das damalige Verständnis nicht die große Rolle gespielt zu haben, was auch aus der gesamtbuddhistischen Lehre klar ist, weil dieses sich anbinden, diese Nidation, also des Keimlings an die Gebärmutterwand, weil es gibt ja zum Beispiel in der jüdischen oder auch in anderen Traditionen wird erst ab dann der Beginn des Lebens eingesetzt, weil wenn diese Verbindung praktisch zur Mutter hergestellt ist, da der Buddhismus sowieso alles in wechselseitige Verbindung sieht, war das offensichtlich nicht so wichtig. Ja, und dann nach 9 Monaten die Geburt im Chati und Namarupa, das Körperliche und das Geistige. Dieses Kalala, das wird dann noch ein bisschen genauer beschrieben im Abhidhamma. Und zwar gibt es eine Art Nukleus oder Kern, und das wird genannt Patisandhi Vijnana, das heißt wörtlich übersetzt Wiederanbindungsbewusstsein. Vijnana, also Bewusstsein, und das ist jetzt im Abhidhamma. Wir kommen jetzt, gehen über ins Abhidhamma, weil dort erst finden wir dann doch noch wesentlich genauere Erklärungen. Das ist ein sogenanntes Citta, also ein Bewusstsein oder ein Bewusstseinsmoment. Ein Bewusstseinsmoment. Und zu diesem Citta binden sich jetzt an sogenannte Geistesfaktoren, die sogenannten Cetasikas. Das ist also Wahrnehmung und Empfindung und dergleichen. Und andererseits Rupa, also körperliche Faktoren. Und die Rupas, das ist das, was also in der westlichen, jetzt in unserer westlichen Sichtweise eben die Blastozyste und die Stammzellen und so weiter darstellt.
Also zur buddhistischen Sichtweise gehört unabtrennbar von Anfang an eben auch dieser geistige Anteil hinzu. Und dieser geistige Anteil, der hat zwei Teile, nämlich einmal eben dieses Pratisandhi-Vijnana, dieser Bewusstseinsmoment und diese anderen sogenannten begleitenden Geistesfaktoren. Jetzt will ich Ihnen noch eine andere Stelle vorstellen, wo der Buddha auf die Entstehung des Lebens eingeht, und zwar im Dika Nikaya, in der langen Sammlung oder längeren Sammlung. Da gibt es ein Sutta Nummer 15 über das sogenannte Mahanidana, also über das bedingte Entstehen, über das sogenannte Paticca Samuppada, das bedingte Entstehen. Und Sie wissen, soweit Sie sich mit Buddhismus schon beschäftigt haben, dass diese Lehre vom bedingten Entstehen gleichsam ja die Kernlehre oder Grundlehre, die Essenz der gesamten buddhistischen Lehre darstellt. Und diese Lehre vom bedingten Entstehen, in die wird jetzt dieses Entstehen auch des Menschen eingebunden. Also das sind, wird ja als 12 Schritte oder 12 Glieder beschrieben und stellt insgesamt einen Kreisprozess dar. Und normalerweise beginnt also die Beschreibung dieses Prozesses des bedingten Entstehens oder anders gesagt des Weges oder der Art und Weise, wie wir unsere Wirklichkeit erstellen. Ja, also in diesem Modell oder in dieser Lehre hat der Buddha gleichsam ein Grundkonzept dessen vorgestellt, wie in seiner Sichtweise, die wir uns unsere Wirklichkeit schaffen, und nicht nur unsere Wirklichkeit, sondern eben auch unser Leiden schaffen. Und das geht über 12 Schritte und beginnt aber nicht als absoluter Beginn, sondern eben nur als relativer Beginn, weil es nämlich ein unendlicher Kreisprozess ist, der sich immer wieder in sich wiederholt. Es beginnt also mit Avijja, mit Nichtwissen, was aber nicht jetzt ein grundsätzliches Nichtwissen ist, sondern nur ein Nichtwissen über diesen Prozess. Ja, wir sind uns dessen, was wir tun, was wir leben, was wir herstellen an Wirklichkeit oder wie wir uns selbst herstellen, auch unser Subjekt, unser Ich, wir sind uns dessen nicht bewusst, sondern wir agieren gleichsam aus Gewohnheit oder, wie man es dann buddhistisch aussieht, aus karmischen Impulsen. Es beginnt also mit diesem Nichtwissen. Daraus kommt das bedingt, dieses Nichtwissen bedingt die sogenannten Sankharas, Gestaltung. Das ist ein äußerst schwieriger Begriff, der wörtlich übersetzt San oder Sam heißt ja zumeist in Pali und Sanskrit zusammen. Und Kara ist Machen, also Gestaltung heißt das Zusammenmachen oder Zusammengemachte. Ja, also es wird hier etwas gestaltet, etwas zusammengemacht, etwas gebildet. Und das die dritte Stufe, dann die nächste, die also die wieder bedingt hervorgeht aus dem vorherigen, ist dann Vijnana, Bewusstsein. Und das ist jetzt die Stelle, wo dann von Vijnana zu Namarupa, aus diesem Vijnana, aus der Bewusstseinsfähigkeit, müssen wir jetzt sagen, es ist also noch nicht Bewusstheit, sondern nur die Fähigkeit zur Bewusstheit. Daraus geht hervor, dass wir in der Lage sind, zwischen Geist und Körper zu unterscheiden oder Geist und Körper zu bilden. Und der Buddha setzt jetzt die Entstehung des Lebens praktisch in diesen Gliedern an. Also man könnte sagen, die Empfängnis, das ist also der Moment des Avijja. Daraus geht dieses Gandhava oder dieser allererste Anfang hervor. Und dann kommt es also zu dem Pratisandhi Vijnana, also diesem Nukleus des Bewusstseins, und das bildet dann eben diese anderen Anteile, nämlich Körper und Geist. Und dann entwickelt sich dann diese verschiedenen, also im Embryo, die verschiedenen Sinnesorgane, und zwar die 6, im Buddhismus werden ja 6 Sinnesorgane beschrieben, die 5, die wir kennen, also sehen, hören, schmecken, riechen, tasten, plus denken.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis des Buddha, grundlegend und auch für die, und für den Unterschied Asiens und Europas geradezu revolutionär, dass für den Buddha nicht diese Trennung passiert ist wie im Abendland, nämlich da ist einerseits, also bei Platon zum Beispiel oder den, bei Parmenides und so weiter, da ist auf der einen Seite die Vernunft und auf der anderen Seite die Sinnlichkeit. Und daraus dann also diese Trennung hervorgeht zwischen Sinn und Vernunft und oder dann auch der körperlichen Seite und dem Geist, also diese dualistische Spaltung, die ja dann die ganze abendländische Geschichte durchzieht, vor allem dann bei Descartes und so weiter. Und für den Buddha ist das von Anfang an eins. Es gehört zusammen. Und das bildet sich dann eben als nächstes heraus. Also Sie können dieses Bild nehmen als die Entwicklung des Embryos oder des Menschen bis zur Geburt. Das kommt ja dann auch. Und dann das Letzte ist dann ab der Geburt im Grunde altern und sterben werden. Also bis dann das Ganze wieder sich neu fortsetzt in einer anderen Existenz. Leider habe ich jetzt nicht die Zeit, um das jetzt noch auf eine andere Weise zu interpretieren. Diese Paticca-Samuppada-Beschreibung hat jetzt eben unglaublich viele Ebenen. Und sie beschreibt eben nicht nur jetzt die Entwicklung des menschlichen Lebens im Mutterleib, sondern sie ist ein Modell für die Entwicklung oder für die Herausbildung von Wirklichkeit, also auch für die Herausbildung von Subjekt, Subjektivität oder von Verdinglichung des Objekts und so weiter. Aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich will nur eines noch hier herausgreifen, nämlich das nochmal mit den Sinnen. Und zwar, wenn wir zu diesem Bild zurückgehen, hier kommen also Vater und Mutter zusammen und dieser Gandhava. Und das wird in diesem Sutta, was ich eben genannt hatte, aus der längeren Sammlung, jetzt in Übereinstimmung oder in Parallele gebracht zu einem Wahrnehmungsaugenblick. Ja? Also, ich hatte eben gesprochen von den sechs Sinnen. Und der Buddha lehrt Folgendes, es gibt immer, also in unserer philosophischen Tradition im Abendland, da haben wir ein Subjekt, das ein Objekt erkennt. Im Buddhismus haben wir nicht ein Subjekt, sondern wir haben ein Sinnesorgan, beispielsweise ein Auge. Und das Auge nimmt Kontakt auf mit einem Sinnesobjekt. Und aus diesem Kontakt, das hat eben diese Paticca-Samuppada-Lehre beschrieben, ja, aus den Sinnen kommt Kontakt. Aus dieser Begegnung entsteht Sinnesbewusstsein. Und das ist im Grunde das Gandhava. Ja? Das heißt, es wird der Empfängnismoment ist im Grunde ein erster Wahrnehmungsmoment oder der erste Wahrnehmungsmoment eines neuen Lebens. Ja, in dieser Begegnung, man könnte sagen, die Mutter ist das Sinnesorgan oder die weibliche Eizelle ist das Sinnesorgan. Die männliche Samenzelle ist das Sinnesobjekt und aus dem Kontakt von beiden geht Sinnesbewusstsein, nämlich dieses Patisandhivijnana, dieser erste Bewusstseinsmoment hervor. Und jetzt, wenn ich diese Zeit noch habe, 2 Minuten, will ich das dann noch ein bisschen genauer jetzt ausführen, nämlich anspruchsvoll aus. Das ist also jetzt Abhidhamma, der Sie kennen alle, der ist der Pali-Kanon, besteht aus 3 Teilen, Vijnana, Suttas, also die Ordensregeln und Ordensgeschichte, zum zweiten die Lehrreden des Buddha und zum dritten das sogenannte Abhidhamma, das also die Philosophie und Psychologie des frühen Buddhismus enthält. Und im Abhidhamma gibt es unglaublich genaue, fast schon mathematische Beschreibungen der Wirklichkeit mit Matrizen und mit genauen Begriffen und so weiter. Und hier wird der sogenannte Geistprozess während des Sterbens und der Wiedergeburt dargestellt. Und zwar geht man aus davon, dass es, also in der Pali-Tradition, der Theravada-Tradition, geht man davon aus, dass es ein sogenanntes Grundbewusstsein gibt oder ein Bewusstseinsstrom, der permanent ist, das sogenannte
Bhavanga Sutta, und das könnte man nennen der Strom des Unbewussten oder Unterbewussten, also einen grundlegenden Bewusstseinsstrom, und dieser grundlegende Bewusstseinsstrom, der trägt das Leben. Also es ist buddhistische Sichtweise, dass es kein Leben gibt ohne diesen Grundstrom des Bewusstseins, ohne dieses Bhavanga Sutta. Sobald dieser Strom abbricht, bricht auch das Leben ab. Bhavanga Sutta ist also der Träger. Aber es ist gerade nicht, und darin unterscheidet sich eben der Buddhismus vom Hinduismus, ist es kein Ding oder ein Wesen oder eine Seele, das da erhalten bleibt, sondern es sind Bewusstseinsmomente, die sich selbst immer wieder hervorbringen. Und zwar in rasendem Tempo. Das sind also Bruchteile von Sekunden, so wird es beschrieben, wo immer wieder dieser Bhavanga Sutta Bewusstseinsmoment den nächsten hervorbringt und dadurch eine unendliche Kette. Das ist hier vorne. Das ist also dieser Bhavanga Sutta Strom, und der existiert fortwährend durch unser ganzes Leben, und vor allem bestimmt dieser Bhavanga Sutta Strom unser Tiefschlafbewusstsein. Wenn wir also nicht träumen, so ist buddhistische Sichtweise, dann existieren wir auf dieser Ebene des Bhavanga Sutta. Wenn wir jetzt aber Sinneswahrnehmungen haben, dann springt gleichsam das Bewusstsein auf eine höhere Ebene und hat dann verschiedene Bewusstseinsmomente, die will ich jetzt nicht alle im Einzelnen erklären, das würde zu weit führen, aber es gibt dann verschiedene Arten, Qualitäten von Bewusstseinsmomenten. Und diese J hier, Bewusstseinsmomente, die gelten als diejenigen, die dann Karma schaffen, das heißt, die also mit Emotionen verbunden sind. Und zum Schluss, wir haben es hier jetzt mit dem Sterbeprozess zu tun, im Sterbeprozess gibt es am Schluss dann einen Bewusstseinsmoment, der heißt Chuti Vinyana, und das heißt abschneidendes Bewusstsein. Also mit diesem Bewusstseinsmoment bricht praktisch dieser Bhavanga Sutta Strom ab und geht direkt über in einen neuen Bewusstseinsmoment, und das ist dieses Patisandhi Vinyana. Also es bleibt am Ende des Lebens praktisch nur noch dieser Chuti Vinyana Moment übrig. Der Körper ist gleichsam schon losgelassen, alle körperlichen Elemente sind beginnen schon sich aufzulösen, und dieser letzte Bewusstseinsmoment, der erzeugt jetzt den nächsten Bewusstseinsmoment, nämlich diesen Patisandhi Vinyana, der praktisch wieder ein neues Leben herstellt oder sich verbinden lässt. Und das haben wir dann hier unten. Also das oben ist das alte Leben Vinyana und dann diese Bhavanga Sutta Momente und so weiter. Was ich damit nur noch mal zeigen möchte, dieses Thema Wiedergeburt ist also kein Thema, das jetzt nur das Lebensende oder den Lebensanfang betrifft, sondern jeder Bewusstseinsmoment ist ein Wiedergeborenwerden und ein Sterben. Jeder Moment. Also jeder Gedanke, der jetzt bei Ihnen im Kopf auftaucht, jedes Gefühl, jede Wahrnehmung, ist praktisch in dieser Abhidhamma-Sichtweise ein Sterben und ein Wiedererstehen, allerdings nicht mit diesen Momenten Chuti Vinyana und Patisandhi, sondern dann eben normale Bewusstseinsmomente. Und insofern Sterben und neu gezeugt werden eben tatsächlich aus buddhistischer Sicht praktisch ein Wahrnehmungsvorgang. Was können wir allgemein daraus an Schluss ziehen, dass nach buddhistischer Sichtweise der Zeugungsmoment immer mit Bewusstsein verbunden ist und ohne Bewusstsein nach buddhistischer Sichtweise gar nicht funktioniert. Aber vielleicht noch folgende Einschränkung. Es gibt noch eine Lehre, was die verschiedenen Ebenen betrifft. Und zwar, es wird also im Abhidhamma unterschieden zwischen verschiedenen Ebenen gesetzlich, Funktionsebenen oder Ebenen der Gesetzlichkeit, der Wirklichkeit. Es gibt also eine Ebene der physikalischen Gesetze, der biologischen Gesetze, der psychischen, der karmischen Gesetze und der Dharma-Gesetze. Und das
Leben, also der praktisch der erste Lebensmoment ist ein Prozess auf der Ebene des Biologischen und des Physikalischen, also die, solche Aspekte sind natürlich auch dabei, aber des Biologischen und des Psychischen. Was noch nicht in diesen ersten Momenten, also das zeigt auch die Beschreibung des Kalala und so weiter, da ist und was auch das Abhidhamma sagt, es gibt noch keine Wahrnehmungsprozesse von Wirklichkeit, also von äußerer Wirklichkeit. Also da es noch kein Augenorgan, Hörorgan und so weiter gibt, ja, also diese sinnlichen Organe im Embryo, das, also zumindest am Anfang, da es die noch nicht gibt, kann es auch noch keine Wahrnehmung dessen geben, was außerhalb geschieht. Sondern die Wahrnehmung, oder also praktisch das, was an Bewusstsein da ist, ist immer nur im Grunde aus dem vorherigen karmischen Strom. Ja, also der praktisch dieser Bewusstseinsstrom schöpft nur aus sich selbst. Er hat noch keinen Kontakt zur Außenwelt. Insofern könnte man sagen, aber das ist dann ja also keine jetzt von mir nur einmal so vage dahingesagt, man könnte durchaus sagen, dass es möglich ist, in der ersten oder zweiten Woche mit den Stammzellen oder mit den Blastozyten Untersuchungen vorzunehmen, die von diesem Lebewesen tatsächlich nicht wahrgenommen werden. Aber das schwerwiegende Problem ist ja das, dass bei der Stammzellenforschung eben der Embryo getötet werden muss. Und das würde nach buddhistischer Sichtweise praktisch dann tatsächlich über die ethischen Grenzen hinweggehen, die ja darin bestehen, kein Lebewesen zu töten. Also nicht nur keinen Menschen zu töten, sondern kein Lebewesen zu töten und auch noch nicht mal Tiere zu töten. Also da ist der Buddhismus sehr, sehr radikal. Und es heißt ja nicht sogar nicht nur zu töten, sondern nicht zu verletzen. Insofern ist es dann doch wieder eine sehr problematische Sache zu sagen, ich kann daran forschen, aber ich weiß eben nicht, was dieses Lebewesen, sofern es als solches bezeichnen kann, tatsächlich erlebt. Und insofern wäre die buddhistische Haltung eben zu sagen, lieber Vorsicht als zu viel zu wagen. Ja, soweit.